Viertelfinale in der Königsklasse, dem Champions Cup. Das heißt Fußball auf ganz hohem Niveau. Ja, du wärst in diesem hochklassigen ich Wettbewerb hoffe, der Stream, so weit der funktioniert jetzt, weil ich hatte gerade zu viel Wacht, weiß nicht, was los war. In Europa. Die aber ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Via Real gegen den FC Bayern. Tut mir leid, dass ich den Stream gerade ein paar Mal ausschalten musste. Ich hätte echt keinen Plan, was da gerade los war. Aber ich hoffe, es funktioniert jetzt. Weil ich habe hier nebendran mein Handy, da kann ich drauf schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich gucke da gerade auch regelmäßig drauf, weil ich will eigentlich schon den Stream hier übertragen. Der FC Bayern präsentierte sich letztens sehr stark bei diesem Auswärtserfolg, als man auf den HSV traf. Dieses 5:0 wird der Mannschaft natürlich Selbstvertrauen gegeben haben. Und ja, daran also wie gesagt, falls der Stream nicht funktionieren sollte, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, damit ich da Bescheid weiß. Hier also die weil ich hatte gerade schon mal das Problem. Kurzer Blick auf die und heute muss gegen Villarreal ein Sieg kämen. Wir müssen heute gegen Villarreal. Und vorne 5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Okay, also es hat gerade ein bisschen geladen. Lass uns mal genauer auf die Teams schauen, Buschi. Denkst du, die ich hoffe, zwei der können Stream, heute nicht so auf die Partie nehmen? Wolf. Ja, okay, hat er leckt schon. Beide haben innerhalb ihrer... Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Klasse gemacht. Ich hoffe, man kann den Stream trotzdem gut erkennen. Moment. Es ist ja nicht mehr normal. Also wie gesagt, jetzt wird's gefährlich. Oh Gott, oh Gott. Oh, das war Glück, das war Glück. Oh Gott, war das gerade Glück. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Ey, das war gerade so ein heftiges Dusel. Ach du heilige Scheiße. Also wie gesagt, wenn es irgendwelche Probleme beim Stream angucken gibt oder sonst irgendwas, dann schreibt es mir auf jeden Fall Pablo in die Kommentare, damit ich da Bescheid Fuß weiß. Richtung gegnerisches Tor. Weil sonst kann ich den Stream noch komplett löschen. Und das möchte ich eigentlich nur ungern. Weil ich möchte eigentlich euch da draußen unterhalten. Das macht mir auch Spaß. Und jetzt haben sie den Ball. Aber bisher läuft es eigentlich ziemlich gut. Lukaku. Und wie gesagt, heute Abend André kommt dann nochmal ein Stream. Diesmal Bayern gegen Köln. Oder heute Mittag auch schon. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was Mittag für eine Szene und nicht. Was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Ey, krass. Ich muss echt höllisch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, nein. Fehlfass. Starkes Tackling hier. Oh Gott, Alter. Ich hatte gerade so Herzflimmer. Könnte jetzt was werden. Aber Villarreal ist so bärenstark. Das gibt's gar nicht. Die sind so stark. Ja. Sie rücken schön aber ab, ich sehe, der Stream, der läuft super. Weil, wie gesagt, ich habe nebendran mein Handy und guck da ab und zu drauf. Ob der Stream funktioniert, also er funktioniert tatsächlich. Ey, krass. Nikola, und jetzt die Chance. Und da kann er klären. Jetzt. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Goretzka. Jetzt auf Goretzka, Goretzka auf. Da kommt der Pass. Ah, der war nix. Der war nix. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ja, warum denn nicht? Man muss es doch mal aus der Distanz versuchen. Ja, und wie schon gesagt, beziehungsweise ich werde am Ende des Streams alle Leute durchgrüßen, die dabei waren und die sich das Spiel auch angeguckt haben. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Jetzt, ja. Mats Hummels hat den Ball aus dem 16er rausgeköpft. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber Villarreal immer noch am Ball. Villarreal immer noch am Ball. Villarreal. Pablo. Nicola Sansone. Sansone auf. Gefahr aber Niklas Süle zu stellen. Ah, nee, Niklas Süle ist gewechselt. Beziehungsweise er hat gewechselt. Er spielt nicht mehr für Bayern. Er spielt jetzt für einen anderen Club. Müller am Ball. Jetzt die Bayern im Angriff. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Der Ball geht auf Müller. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Bayern. Jetzt nicht mehr am Ballbesitz, sondern Villarreal. Sansone.
Da verlieren sie den Ball. Und jetzt. Kolasinac. Kolasi. 2 Minuten werden nachgespielt. Nat. Jetzt wird's gefährlich. Flanke auf Müller. Aber der Ball wieder abgefangen. Sansone. Eine Hälfte und Halbzeit in diesem Viertelfinalrückspiel in Villarreal. Ich mag mich ehrlich gesagt noch nicht festlegen. Aber wie ich sehe, funktioniert der Stream jetzt. Lass uns mal genau aufstehen. Und PSG führt 1-0 daheim gegen FC Porto. Falls ihr euch wundert, warum der Stream so schnell geht, ich habe auf 4 Minuten gestellt, weil es kann sein, dass das wieder Probleme gibt. So, die erste Hälfte in dieser Viertelfinalpartie im Champions Cup hat richtig Spaß gemacht, Buschi. Ja, stimmt, Wolf. Es darf gerne so weitergehen. Kramaric. Sansone. Wird's jetzt gefährlich? So, Bayern jetzt in der Verteidigung jetzt. Im eigenen Strafraum. Und die kriegen den Ball nicht weg. Aber jetzt. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Villarreal mit dem Einwurf. Pablo. Wenn es dumm läuft, kann sein, dass es in die Verlängerung bzw. ins Elfmeterschießen geht, um das versucht zu vermeiden. Jordan Lukaku. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Jetzt. Kommt jetzt der perfekte Konter. Auf Müller durchgesteckt. Auf Müller. Er kommt zu Müller. Müller, das muss es 1-0 Bayern. 1-0 Bayern in der 56. Minute. Er steht in der Gesamtbewertung 2-1. Sie müssen das Ding konzentriert weiterspielen. Auf beide Spiele gesehen liegen sie jetzt vorne. Ich bin gespannt, ob sie das halten können. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer Thomas Müller ins rechte lange Eck. Da darf sich der Coach der Bayern natürlich freuen am Spielfeldrand. Jetzt sieht's hier richtig gut aus für die Münchner. Bayern momentan im Halbfinale des Champions Cups, aber es kann noch so viel passieren, also noch keine Hoffnung draus ziehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Und den Freistoß Villarreal. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche. Pablo Sarabia sah gelb oder sieht gelb für dieses Foul. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Kommt jetzt der Konter. Klasse Aktion. Der erneute Konter. Leon Goretzka auf den Torwart, Und 3-1. Und 3-1 in der Gesamtbewertung. Es steht 2-0 für den FC Bayern. Was ist denn 2-0 FC Bayern. Daheim haben sie nicht so gut gespielt, aber jetzt geben sie Gas. Bayern in Führung. Ruben Semedo. Und wir können nachher gleich mal gucken, gegen wen es im Halbfinale geht. Da werde ich dann auch das Rückspiel streamen. Und dann im Finale werde ich das Finale streamen. Und heute Abend oder heute Mittag dann wahrscheinlich im DFB-Pokal noch Köln gegen Bayern. Nicolas Sanson, da zieht er ab! Oh, schwach! Ah ja, da ist der Ball versprungen. Da hat auch die Technik nicht gepasst. Ungefährlich. Müller geht raus und es kommt er hat hier eine gute Leistung gezeigt. Lewandowski. Der polnische Nationalstürmer kommt. Der Angriff ist erstmal vorbei. Für Thomas Sie Müller. Verlieren den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? So wie es aussieht, ist Villarreal raus. Manuel Neuer mit einer Glanzparade am Tag. Das glaube ich ja nicht. Manuel Neuer mit einer sensationellen Parade. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Und jetzt. Für die Auswärtsmannschaft. Henrik Mkhitaryan über. Lewandowski mit der Chance. Starke Parade. Jetzt. Goretzka. Kommt jetzt. Jetzt nochmal die Bayern.
Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Es sind noch 10 Minuten. Weg ist der Ball. Es sind noch 10 Minuten. Der Spielstand kurz vor dem Abpfiff. Da passt er auf und hat den Ball. Ahnt hier diesen Pass. Weg auf ist der Ball. Fehlpass jetzt von vielleicht. Manuel Neuer. Keine schlechte aber Chance, kein aber Tor für ach, Villarreal. Kein Tor für Villarreal. Unglaublich. Geben. Goretzka. Jetzt die Bayern im Angriff. Klasse Aktion. Lewandowski. Und jetzt die Chance. Und die sensationelle Parade. Ecke für den FC Bayern. Pablo Sarabia. So, Ecke kommt. Mats Hummels. Ja, das sieht der Trainer gar nicht gerne. Kein so Tor. Eine Chance müssen sie nutzen. Ja, aus der und da liegt ein Spieler verletzt am Boden. Oder steht er wieder auf? Die Bayern im Vorwärtsgang. Leon Goretzka verliert den Zweikampf. Leiva. Leon Goretzka hat den Zweikampf eben verloren. Was packt der Unpartei? Aber starke Abwehrleistung. Klasse Ball gewinnen. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Ballverlust. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und das war's. Ab. Das war's. Halbfinale. Villarreal scheidet aus. Ein wirklich toller Erfolg. Villarreal scheidet aus und Bayern im Halbfinale. Der deutsche Rekordmeister schmeißt Villarreal aus dem Champions Cup raus. Super Leistung. Hat sein Tor gemacht. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. Bayern verdient im Halbfinale. Und PSG gewinnt daheim gegen Porto mit 3:0. Und Dortmund scheidet aus gegen Manchester City. Bayern aktuell in einer sehr guten Verfassung. Die spielen sehr gut momentan, sind auch auf dem ersten Platz, haben 29 Spiele absolviert, kein Unentschieden und noch keine Niederlage. Haben 138 Tore geschossen, haben 10 Gegentore kassiert und liegen bei 128 Toren und 87 Punkten. Und so wie es aussieht, steigt St. Pauli und Berlin ab, so wie es aussieht. Und Bayern ist schon deutscher Meister. Und wir gucken mal weiter. Genau, im DFB-Pokal heute Abend oder heute Mittag werde ich streamen Bayern gegen Köln und Augsburg spielt gegen Leipzig. Also das Spiel wurde durcheinander genommen. Ich spiele nicht mit Bayern gegen PSG, sondern ich spiele mit Bayern gegen Chelsea. Und Manchester City spielt gegen PSG. Also wie ihr hier schon seht, hier das nächste Bundesligaspiel ist gegen Mainz und dann kommt das Halbfinale im DFB-Pokal und dann erneut gegen Leverkusen und dann kommt das Champions League Halbfinale gegen Chelsea, das werde ich nicht streamen, sondern dann erst kommt Augsburg noch und dann danach gegen Augsburg das Spiel, das Rückspiel im Halbfinale werde ich streamen.
Und dann war es das eh. Herzlich willkommen im aktuellen Stream. Lasst auf jeden Fall gleich ein Abo da und lasst auf jeden Fall auch gleich einen Like da, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Livestream von FIFA 18. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Folgen mehr zu verpassen. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben für dieses Video da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann würde ich sagen, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.